Ja, es ist einfach wieder mal zum Mäusemelken. Wir haben drum gebettelt und wir haben es bekommen, dass 2:1 wieder spät im Spiel stehen. K.O. so ein bisschen an Leipzig hat es mich erinnert. Haben wir versucht, noch das Torwart zu verteidigen. Kubek hält ein paar Mal noch wirklich klasse. Und ja, es hat wieder nicht gereicht. Wir kriegen wieder ein bitteres Tor. Es ist wirklich so ein... Man ist wirklich einfach gebrochen. Ne? Man ist gebrochen. Man hat es jetzt gegen Köln erlebt, ein spätes Gegentor zu kassieren. Gegen Leipzig 2 späte Gegentore. Das war nach einer 3-0-Führung. Jetzt haben wir gegen Stuttgart, nachdem man 1-1 echt, finde ich, dankend mitgenommen hätte nach Augsburg, wieder ein spätes Tor bekommen durch Anton. Das ist ein genialer Hackentrick. Aber Kubek hat uns auch da wirklich im Spiel gehalten. Es ist wirklich mittlerweile auffällig, dass wir gewisse Probleme haben, die sich wiederholen. Ne? Jetzt schauen wir mal aufs Spiel. Jetzt bevor wir irgendwas sagen, die Rot, dieses Handspiel, ne? Wo es jemand angekopft hat, ich weiß nicht mehr, welcher Spieler es war, ausgestreckter Arm mit Rücken zum Tor, ich meine, Sosa war es, ist Handspiel, ist ein Elfmeter für Augsburg für mich, ich habe es mir nochmal angeguckt, schaut, muss er Elfmeter eigentlich geben, es ist die Regel nun mal, auch wenn sich dann alle Stuttgarter aufgeregt hätten, weil es ein lächerlicher so Elfpfiff wäre, aber es ist laut Regelwerk in meinen Augen ein Elfmeter, also sprich, muss man den geben, dann führst du 2-1. Aber könnt ihr mir gerne mal was zu schreiben, was ihr da denkt, für mich ist es ein Elfmeter, muss man geben. Unabhängig davon 29-11 Torschüsse. Ja, wir hatten auch Chancen. Wir waren auch gut im Spiel. Wir waren 1-0 in Führung. Hier wieder eine Sache, die sich wiederholt. Wir führen, kriegen dann schnell den Ausgleich. Halbfeldflanke von Sosa, der da frei flanken kann. Das ist seine Stärke. Kann man nicht immer verteidigen. Der weiß auch da, wie er sich positioniert. Bringt das Ding rein. Bauer nicht nah genug bei Girasi. Jeff hebt das Abseits, glaube ich, da auch einmal noch auf. Vorher. Ja, er hebt das Abseits auf, dadurch ist Guirassy dann frei, aber Bauer hätte auch noch ein bisschen ran können. Naja, das Tor passiert, ne? Ist auch eine Qualität von den Stuttgartern. Wieder ne? Nichtsdestotrotz frühes 1-1 dann, Führung wieder verschenkt. Hinten aus, zweite Halbzeit haben wir, finde ich, gut gespielt, vor allem die ersten 20 Minuten waren wir echt super im Spiel. Da waren wir in 2-1 näher als die Stuttgarter, da muss man dann in Führung gehen. Elfmeter kann man wirklich geben, ja, bleibe ich dabei, den kann man geben, verstehe ich nicht. Der Schiri, der hat nie eine Augsburg-Brille auf, in keinem Spiel. Er wird immer tendenziell nicht für uns gepfiffen, das ist einfach so, das ist eine Sache, die wiederholt sich. In der ganzen Saison schon, gegen Mainz war das so, das war gegen Hertha so, wo man eine rote Karte den Hertha nicht gegeben hat, wo es eine Notbremse war. Das war jetzt hier heute so, für mich ein Elfmeter. Das war in Bremen so, wo wir in der letzten Minute einen Elfmeter gegen uns kriegen, der keiner war, wo sie so im Nachhinein noch entschuldigt wird. Es ist einfach Fakt, die Schiris pfeifen eher tendenziell gegen Augsburg. Es ist wahrscheinlich auch dem Ruf bedingt mittlerweile so. Es wurde auch wieder zu schnell eine gelbe Karte gegen Grueso gepfiffen, wo für mich keine gelbe war. Ne, das war ganz früh im Spiel schon. Es ist ein bisschen das Image, das mittlerweile auf uns drauf ist. Und ist auffällig. Zum aller Überfluss fehlen auch noch Rex Bescheid und Grueso gegen Frankfurt. Beide gelbe Karte gekriegt. Ne? Zu den Sachen, wo ich mich dann ein bisschen auffällig finde, sage ich euch gleich was. Aber insgesamt, jetzt wenn man jetzt das mal alles wegtut, dieses ganze Gemeckere, es ist halt Real Talk, ich sage das alles aus der Emotion. Ne? Das ist einfach so, ich fühle halt so, wie es gerade ist. Ist der Sieg verdient für Stuttgart? Sie waren die klar bessere Mannschaft. Das war ähnlich, wo wir in Köln gespielt haben. Da waren wir auch die schwächere Mannschaft, haben hinten aus dann doch noch das späte Tor gekriegt. Hier waren wir auch in Führung, ähnlich wie gegen Köln. Haben wir auch das späte Gegentor wieder bekommen, obwohl es auch schon früher hätte fallen können. Kubek hält ein paar Mal grandios. Kubek, super Leistung. Jensen auch rechts gut gespielt. Ne, ist, natürlich fehlen uns auch Spieler. Trotzdem ist es auffällig. Jetzt komme ich zu den Auffälligkeiten des Spiels, weil ich finde es ganz wichtig, nicht nur das Gute zu erwähnen, sondern auch die Sachen, die sich wiederholen, wo wir wirklich besser werden müssen. Und das fällt auf. Die Sachen fallen mir jetzt wirklich enorm auf. Bei jetzt den letzten Spielen, wo wir jetzt schon länger wirklich ohne Sieg sind. Wieder eine Führung vorspielt. Wir gehen wirklich oft in Führung, was positiv ist. Das ist ein neuer Trend. Ne? Wir gehen gerne schnell auch 1-0 in Führung. Wir brauchen nicht lange, um das 1-0 zu machen. Dann kommen wir damit nicht klar. Das liegt daran, weil wir ganz schlecht im Ballbesitz sind. Damit meine ich das Kurzpassspiel. Ne? In der zweiten Halbzeit haben wir es die ersten 20 Minuten, finde ich, dann besser gemacht. Da haben wir auch mal hinten besser rumgeschoben. Na, auch um die Kraft der Pressing-Spieler ein bisschen zu schonen. Die können schon nicht die ganze Zeit nur anlaufen, lange Bälle spielen. Du musst doch ein bisschen Kraft schonen. Das ist sehr intensiv. Auch die Stuttgarter haben da ein bisschen sich zurückgehalten. Ne? Brauchen wir viel mehr dieses ruhige, mal den Ball hinten laufen lassen, phasenweise. Na, damit die Energie am Ende halt auch da ist im Spiel. Die hatten ja am Ende wieder nicht. Die Körner waren weg, waren aus. Kurzpassspiel muss unfassbar besser werden mit vielen Umschaltmomente, wo wir einfach nur einen leichten Pass, ich glaube 3-4 in der ersten Halbzeit, wo ich mich erinnere, einfach nicht an den Mann bringen. Es sind leichte Pässe gewesen, wo einfach mal der Ball dem Gegner in den Fuß gespielt war. Wenn du den an den Mann bringst oder einen Lauf spielst von unserem
Spieler, ich nenne jetzt keine Namen bewusst, dann gehst du in den Konter rein. Dann haben wir einen Konter gegen Stuttgart. Dann kommt der Pass nicht und dann kommt ein Konter von Stuttgart in deinem eigenen Umschaltmoment. Brandgefährlich. Viel zu oft passiert in der ersten Halbzeit. Müssen wir wirklich besser werden. Das sage ich seit Tag 1. Nein, man kann nicht zaubern. Ist ja kein Hexenwerk, aber es ist eine Auffälligkeit, dass wir mit Ball im Kurzballspiel, finde ich, mit die schlechteste Mannschaft der Liga sind. Ist ein absoluter Fakt. Dafür haben sie Stärken unfassbar gegen den Ball und in der Mentalität. Ne? Da machen wir das einfach immer wieder weg. Das ist ja ein Faktor, da müssen wir in der Rückrunde, also jetzt dann in der Pause, WM-Pause, sowas von dran arbeiten, weil sonst wird das immer so ein Ding. Es ist egal, ob du führst, weil du ja einfach den Ball nicht in den eigenen Reihen hältst und wirst am Ende überlaufen, hast meist keine Körner, weil du ständig in Konter reinrennst, weil wenn du den Ball hast, ständig zum Gegner spielst, schalten die ständig um und es kostet so viel Energie. Wir müssen sauberer spielen. Das ist so auffällig. Das ist das Allerauffälligste, finde ich, von allem, dass sie enorme Probleme haben im Kurzpassspiel. Wieder Last-Minute-Gegentor. War jetzt in 3 Spielen in Folge so. Auch Fakt. Köln haben wir 2-0 geführt, sogar am Ende das 3-2 bekommen. Gegen Leipzig 2 Tore, das war die rote Karte. Auch hier hat man keine rote Karte, also sprich die Ausrede kam nicht. Wir waren aber wieder sehr müde, ne, was hier auf Punkt 4 ist. Wir führen echt stehen. K.O. liegt auch daran, weil wir nicht so wirklich schnell wechseln können. Uns fehlen halt viele Spieler, die wahrscheinlich viel früher von der Bank kommen, 100% sogar. Aber Enno hat sich da nicht getraut. Ich hätte schon echt früher gewechselt. Ich weiß nicht, was Arne Meyer hatte. Er kam viel zu spät und Kalli auch. Man hätte die schon bringen können, weil man sieht schon, dass die Körner aus waren. Grese und Rex waren ja beide vorbelastet. Ich weiß halt, wie gesagt, nur nicht, wie der Stand bei Arne Meyer war. Er scheint hier einfach noch nicht zu reichen. Sonst wäre er 100% gekommen, hätte keinen Sinn, weil beide Sechser gelb vorbelastet und wirklich kaputt waren. Das merke ich auch. Na, weil wir so intensiv spielen, sind wir hinten raus wirklich, wirklich saumüde. Und da hat Stuttgart dann einfach nach der 70. Minute mehr und mehr das Heft in die Hand genommen und wurden so phasenweise überrannt. Und Kubek hat ein paar Mal toll gehalten. Und dann ist dann am Ende doch noch das 2-1 gefallen, was natürlich dann unglücklich ist, wieder so spät. Aber es ist auffällig, dass das jetzt öfters passiert ist. Sprich, wir müssen da Lösungen finden, dass wir mehr Ruhe reinkriegen in der Endphase des Spiels. Und sauberer umschalten. Ich sag's mal wieder, durch das unsaubere Umschalten, wo wir haben, kriegen wir immer von eigenen Kontern den nächsten Konter vom Gegner. Und das ist echt nicht gut. Da killen wir uns selber dann teilweise auch konditionell. Selbst wenn es mal nicht in die Hose geht, der Torwart überragend hält. Das kostet so viel Körner und das spürst du hinten aus auch. Ne? Unkonzentration im Spielaufbau oder im Umschalten, weißt du, aus eigenem Fußball. Und dann musst du den Vollsprint alle zurück anziehen, damit das Tor verhindert wird. Sau gefährlich und sau intensiv zu spielen, das hält keine Mannschaft durch. Ne? Darum sind wir auch so kaputt. Wechsel so spät habe ich auch als Fragezeichen. Ja, es fehlen schon viele, aber ich finde trotzdem, man hätte, so, ich weiß nicht, woran es lag, Caligiuri und Meier kamen dann erst bei dem 2-1 Gegentor oder in den letzten 2-3 Minuten, ist mir zu spät. Ich finde, Enno muss Männer an, er ist ein Top-Trainer, ja, er ist der Mann, mit dem wir in die Zukunft gehen wollen, aber man muss das einfach jetzt sagen, ich glaube, das sehen sie auch selber. Wechselt mir manchmal ein bisschen zu spät und unglücklich aktuell, ist halt nicht das Handy, aber er hat halt einfach auch nicht die besten Spieler da jetzt, um zu reagieren, das verstehe ich auch. Wahrscheinlich sagt er, lieber probiere es dann mit der 11 noch durchzuhalten, bevor ich jetzt einen Unerfahrenen reinbringe wie 10er oder sowas. Naja, kann die Schule Meier so spät, verstehe ich halt nicht so ganz, weil wir 2-6 hatten, die vorbelastet waren. Kann sein, dass die auch einfach angeschlagen sind. Ne? Ich weiß das halt nicht. Das fällt mir einfach auf, ne? Obwohl die Spieler schon stehen, K.O. war ein bisschen spät einfach, die Wechsel in meinen Augen. Endphase nicht mehr rausgekommen. Ne? Es ist auffällig, wir tun es dann im Late Game vor allem. Ne? Wir starten sehr gut ins Spiel, da ist eine Stärke, wir führen 1-0. Aber im Late Game, na, die letzten 20, 15 Minuten sind wir wirklich nicht gut. Da lassen wir uns sehr, sehr oft reindrücken. Das war auch schon gegen Schalke, so wenn ich mich erinnere. Damals ist 3-2 dann durch eine Flanke von Gumni gemacht. Die Schalke haben da auch ganz schön gedrückt, da muss man auch ehrlich sagen. Wir müssen das wirklich souveräner lösen. Das waren jetzt so meine Auffälligkeiten. Ich bin in erster Linie, wie ich glaube, viele von euch, einfach nur enttäuscht. Ja, man ist nicht sauer auf die Mannschaft, weil man weiß ja auch, was für eine Lage wir sind. Ja, das ist einfach so. Wir wissen ja selber, in was für einer Lage wir sind. Das ist. Es fehlen einfach unfassbar viele Spieler. Es ist nahezu die ganze Mannschaft. Mittlerweile weiß man auch gar nicht mehr, wie man die Spiel bewerten soll, weil jetzt fehlen dann Rechtsbescheid und Grease nächste Woche. Wir müssen wieder kreativ sein, auffällig auch immer auf den einer Position gleich 2 Spieler fehlen, die normal starten sind. Das ist einfach heftig, ne? Das ist einfach heftig. Jetzt schauen wir uns nochmal auf die Tabelle an. Wir haben immer noch Vorsprung, also kein Grund zur Panik. 14 Punkte, die hinter uns haben alle gespielt, bis auf Schalke. Wenn die verlieren, sind sie auch immer noch 7 Punkte weg. Bochum ist auch weit weg, weil Leverkusen auch Wahnsinn da unten. Ne? Man hat nur einen Vorsprung, aber Stuttgart und Hertha ist dran. Jetzt mit 3 Punkten hätte man einen Sieg wegziehen können und mit einem Unentschieden zumindest noch Abstand zu Stuttgart halten können. Daher ist das schon ein bitteres Ding, den direkten Konkurrenten in der letzten Sekunde zu verlieren. Aktuell bin ich einfach nur
gebrochen. Das trifft es, glaube ich. Nicht wirklich so enttäuscht, aber schon gebrochen, weil man irgendwie immer Muster sieht, die gerade passieren. Körner gehen aus, späte Gegentor tun einfach jeder Mannschaft richtig weh, einem Fan, den Spielern. Das killt einen dann erstmal für den Tag. Du hast einfach nur, du bist einfach gebrochen. Mehr kann man es nicht sagen. Schreibt mir eure Gefühle dazu rein. Also das waren so ein bisschen die Auffälligkeit, die ich gesehen habe. Nichtsdestotrotz mahne ich zu Verständnis fürs Team. Man muss das einfach mal ansprechen. Das werden sie auch im Team ansprechen, bin ich sicher. Wir brauchen mehr Körner hinten aus. Wir brauchen bessere Ballbesitzphasen. Sonst wird's auch, sonst bringt dir einfach die Führung nicht viel, wenn du hinten aus so K.O. bist. Wir müssen das irgendwie besser über die Zeit anschaukeln. Vorteil bei Pro ist ganz klar, wir führen halt oft. Das ist auch so ein Ding, das macht Spaß. Die ersten Minuten frühes Tor, das ist jetzt so wirklich ein Muster geworden von uns. Ja, daran müssen wir jetzt einfach in der Entwicklung arbeiten. Wir haben jetzt 3 Spiele, Frankfurt Ausfälle. Damit müssen wir uns beschäftigen die Woche. Mal schauen, wer dann wieder spielen wird. Wird wieder was Kreatives sein. Es ist einfach so, uns fehlen jede Woche Top-Spieler, Top-Leistungsträger und es wird nicht weniger gefühlt. Und an dieser Stelle schreibt mir eure Gedanken rein. Wie fühlt ihr euch gerade? Einfach eure Gefühle. Euer Dennis und ich sage erstmal Servus und Ciao.